Der französische Konzern Total hat sich aus dem milliardenschweren Erdgasprojekt South Pass im Iran zurückgezogen. Der Rohstoffriese sei offiziell raus aus dem Deal, sagte Irans Ölminister Bijan Namdar Sangani. Total hatte den Schritt bereits vor einigen Monaten angekündigt und ihn nun nach der Wiedereinführung der US-Sanktionen gegen Teheran in die Tat umgesetzt. Ab November sollen die Strafmaßnahmen auch die Öl- und Gasindustrie des Landes treffen. Total folgt dem Beispiel vieler anderer europäischer Unternehmen. Zuletzt kündigten die Deutsche Telekom und die Deutsche Bahn an, alle Projekte im Iran zu stoppen.